Ein Nobelheuriger im Wiener Stadtbezirk Döbling. Verstörte, gutbürgerliche Gesichter. Ein rockender Obdachlosenchor. Martin, Oskar, Heidi, Hömmerl, Hans, Ricky, Mario. Das ist das Stimmgewitter Augustin. Im Jahr 2000 in Bierlaune von Sozialarbeiterin Ricky und Fotograf Mario gegründet, geht der Chor der Obdachlosen in sein 12. Bestehensjahr. So individuell ihre Lebensgeschichten sind, so sehr ähneln sie sich auch. Geschichten von Armut, Alkohol und Einsamkeit. Doch die Liebe zur Musik hat geschafft, was ihnen lange verwehrt war. Das Wichtigste im Leben: Würde und Freude. Hömmerl, der mittlerweile keinen Alkohol mehr anrührt, bezeichnete das Gefühl nach einem Auftritt wie einen Rausch. Einen gesunden Rausch. In den letzten 11 Jahren tourte die bunte Truppe durch Deutschland und Österreich und in Wien gibt es vom Flex bis zum Metropol wohl keinen Schuppen, den sie noch nicht bespielt hätten. Auch bei diesem Auftritt der Konzertreihe des Wiener Adventkalenders hielt es so manches bürgerliche Hinterteil nicht am heurigen Bankel. Die Musik zu ihren Liedern stammt von renommierten Bands wie Texter, Japanik oder den Sternen. Vom Linzer Szene-Urgestein Rainer Krispel stammen sogar 3 eigens für die Band geschriebene Songs. Mehr Informationen zum Obdachlosenchor finden Sie unter stimmgewitter.org. Wir sind alle Schmankerl der Schöpfung. Dem ist nichts hinzuzufügen.